So, herzlich willkommen, liebe Freunde der beziehungsbetriebenen Unterhaltung. Heute sind wir zu zweit unterwegs, der Olli ist mit dabei. Wir fahren jetzt eine Woche Dolomiten, eine Woche Alpen. Ja, und wir hatten bei der Anfahrt leider schon einen Ausfall, weil Olli hat leider seine RC abgelegt im Regen. Nicht mehr fahrbereit, deswegen ist Olli jetzt auf der Maschine von der Render unterwegs und auch mit der Ersatzregenkombi. Ja, gern geschehen, kein Problem. Heute die Anfahrt, die ist jetzt erstmal zum Reschensee, da ist das erste Hotel, wo wir dann morgen die geführte Tour haben. Und danach geht es dann weiter, Schritt für Schritt, immer ein Hotel. Die Route, die blende ich jetzt mal ein, da mache ich mal einen Einspieler und erkläre mal, wo wir überall rumfahren, weil das konnte ich mir nicht alles merken. Olli hat gerade gesagt, man hört es noch nicht, weil ich habe kein Dual-Block-Kabel dran. Er hat die allerbesten Freunde, die es gibt, und er gibt sie nicht wieder her. Ja, ja, keine Ursache. Das wäre ja zu schade, das jetzt abzubrechen. Ja, eigentlich wollte ich Landstraße bis runter nach Garmisch fahren, aber da das Wetter heute so kacke ist, werden wir erstmal ein bisschen Autobahn fahren, ein bisschen abkürzen. Und wir sind ja auch eine Dreiviertelstunde später losgefahren als eigentlich geplant. Aber naja, Hauptsache die Knochen sind noch heil. Dann ist alles in Ordnung. Ich glaube, mein Pinlock beschlägt ein bisschen. Muss ich dann nochmal einstellen. Aber heute ist auch super heiß. Nass. Und heiß. Heiß ist mir auch. Ist ja auch heiß. Ich bin heiß. Jetzt muss ich mir Sorgen machen. Also untersteh dich nachts nicht anzuschleichen, ja? Keine nächtlichen Schmusereien. Also der Urlaub, der wurde wieder durch Moho-Motorradhotels geplant. Wir sind auch überall in Moho-Hotels. Und auch die ganzen Touren von Hotel zu Hotel musste ich gar nichts machen. Musste ich nur die Touren importieren ins Navi. Bisschen noch händisch korrigieren und das war's. Sehr entspannt. Ja, also die ersten 2-3 Tage sind, glaube ich, Wetter so wie heute. Schlechte Vorhersage, aber danach soll es besser werden. Mein Wort in Gottes Ohren. Sonne werden wir erstmal nicht viel haben. Was ein Glück. Sonne, ich hasse Sonne. Du musst dann, wenn wir Dual-Block machen, mal genauer auf den Stunt eingehen, den du da im Kreisverkehr gemacht hast. Hier dein andere Regenkombi war ein Einteiler, oder? Ja, jetzt hast du einen Zweiteiler. Das finde ich persönlich ja viel praktischer. Weil wenn du dann mal aufs Klo musst, dann brauchst du nicht eine halbe Stunde, um dich umzuziehen und den Pillermann da rauszuwurschteln. Du hast Einteiler-Lederkombi. Ja, dann ist natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Da ist ein Kollege zum ersten Mal bei der Tour mitgefahren mit seiner neuen Einteiler-Lederkombi, war ganz stolz. Und dann musste er aber mal groß mitten im Wald. Und dann kam er dann nach ein paar Minuten zurück und hat gemeint, ja, er hat sich gerade eingekackt, weil er es nicht geschafft hat, die Lederkombi irgendwie so unter seinen Hintern durchzufalten, dass da alles problemlos daneben gefallen ist. Ja, und er ist halt den ganzen Tag mit Land im Rücken rumgefahren. Das ist die größte Angst, die man hat als Einteiler Lederkombiträger. Ah ja, aber ich habe ein Haar in der Nase. Verdammt. Oh. Das Katzenhaar. Oh. Na toll, jetzt hat man nicht gehört, was du gesagt hast. Ich rezitiere mal. Ich habe ganz viele Haare in der Nase, aber sag's keinem. Oh, jetzt habe ich es ja gesagt. Oh nein, jetzt weiß das Internet, dass du Haare in der Nase hast. Dann schalte ich nochmal ein beim nächsten Tankstopp wahrscheinlich. Bis dann. Ich habe eine Hemdfrisur. Und es ist nass und ich will Kaffee. So, erster Tankstopp in Oberau, Standardtankstelle. Einfallschneise. Wir haben uns jetzt entschlossen, wir fahren Plansee, Namlustal, Hartenjoch, also Standard. Weil bei dem Wetter fahre ich lieber was ich kenne. Müssen wir nicht das Timmelsjoch fahren. Und beim Timmelsjoch ist auch die Vorhersage nach wie vor Gewitter. Bisher eigentlich alles easy. Das mit den Szenen, das ist total cool. Kann man sich schön unterhalten. Ich habe jetzt leider mein Dual-Block-Kabel noch nicht dran, weil das ist nicht wasserdicht und ich will das nicht unbedingt riskieren, dass da irgendwas kaputt geht. Deswegen
müssen wir da einfach mal warten auf schönes Wetter. So, jetzt nochmal der Schwung. Ha! Mit 35 schaffe ich das noch. Ich weiß übrigens gerade nicht, ob die Kamera zu niedrig ist. Also wenn die Kamera heute zu niedrig ist, liebe Zuschauer, tut mir leid, morgen ist wieder gut. Ja, die sind halt besonders katholisch. Die brauchen 3 Kirchen, sind so viele Leute hier. Besonders indisch. Katholische Inder. Also ich glaube nicht, dass hier viele katholische Inder wohnen in Oberau. Ich sehe schon, wir müssen so bald wie möglich, muss ich mal das Dualblock-Kabel dranhängen, weil die Zuschauer, die verpassen hier die Hälfte. Also, wie gesagt, lass easy angehen, wir haben kein Ersatzmotorrad mehr. Ja, die Grom, genau, ich fahre zurück, hol die Grom. Wir machen es dann so, wir lassen dann die AC abholen und du musst dann Sozius bei mir mitfahren. Anders geht's nicht mehr. Der Olli macht gerade sein Video und hier ist ganz viel Verkehr. Ich schalte später nochmal ein, bis dann. So, liebe Leute, jetzt sind wir am Plansee. Plansee bei Regen, weil noch nicht genug Wasser drin ist, muss da noch mehr Wasser reinregnen. Sieht aus wie am Meer, wenn du die Berge nicht siehst, nur so ein bisschen. Ach ja, als man hier mit 100 fahren konnte, das waren noch Zeiten. Aber das hast du schnell gemerkt, also wo hier auf 50 reduziert war, da waren hier plötzlich viel mehr Leute, die ja so ein bisschen gecampt haben. Ich glaube, da vorne können wir mal anhalten, hä? Ja, halten wir mal da an. Ein Boot. Bernd das Boot. Bist du sicher, dass das Boot Bernd heißt? Kannst du ja eins machen, oder? Du kaufst dir ein Boot und nennst es Bernd. Guck mal. Ja, bisher alles gut. Taschen halten, Rucksack hält. Das hält auch. Überraschenderweise. Ich glaube, ich war noch nie bei so schlechtem Wetter hier am Plansee. Außer vielleicht wo wir 2017 nach Spanien gefahren sind. Das kann auch sein. Bin mir nicht sicher, ob wir dann hier lang gefahren sind. Ich glaube, da sind wir anders gefahren. Da sind wir Allgäu gefahren. Also wir fahren jetzt, wie gesagt, noch namlos. Und Hardenjoch. Ja, und im Moment geht's. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat so um die 10 Grad. Heizgriffe an. Alles easy. Funktioniert gut. Also ich freue mich ja am meisten auf Großglockner, ne? Den wollte ich ja schon ewig mal fahren. Ich hoffe mal, das funktioniert. Und ich hoffe mal, wir haben da ein gutes Wetter. Weil wo wir nach Spanien gefahren sind, da wollte ich ja eigentlich Grimselpass fahren. Und an dem Morgen, wo wir hochfahren wollten, waren es dann, ich glaube, minus 4 Grad und Schnee. Es war September, glaube ich schon. August, September. September ist einfach eine schwierige Zeit. Da kannst du einfach schon Pech haben. Ja, jetzt müssen wir hier abwischen. Hallo! Warst du mal auf der Brücke da oben? Also wir waren da mal vor, lass mal überlegen, 2017 oder 2018 waren wir da oben. Und es ist echt cool. Also vor allem für Leute mit Höhenangst. Ja, neulich haben wir eine Doku über einen Reinhold Messner gesehen. So ohne Sauerstoff, da die 8000er runter und immer kommt da immer halb tot am Gipfel an. Und Reinhold Messner dann wieder runter. Wo schalte ich denn wieder ein? Ich glaube, ich nehme dann im Namlostal noch mal ein bisschen auf. Dann melde ich mich später noch mal. Bis dann. So. Der Kenner erkennt's. Das ist der Anfang vom Namlostal. Aber alles wieder sehr nass. Das heißt, wir machen hier ganz entspannt. Ah. Oh, das ist nicht doof. Zeigt dir quasi eine gute Linie an. Tja, ist schade, dass das alles so nass jetzt ist, aber naja, was willst du machen? Laubbläser? Du musst irgendwas vorne ans Vorderrad machen, was halt voll heiß bläst oder so. Das ist quasi instant vor dir die Strecke abtrocknet. Hey, da kommt ein bisschen Sonne, hast du gesehen? Ach ja, namlos ist einfach schön, auch bei Regen. So schön entspannt rumwedeln kannst. So. Ach ja, ein schönes Bild. Ja doch, Wetter wird ein bisschen besser. Golfplätze, hier. Ja, viel Spaß beim Golfspielen da unten. Naja, also namlos habe ich ja schon 100.000 Mal aufgenommen. Das brauche ich ja nicht noch mal ein viertes oder fünftes Mal aufnehmen. Deswegen schalte ich jetzt nochmal ab. Ist Hahn, die auch möchte ich aber gerne nochmal aufnehmen. Dann schalte ich später nochmal ein. Bis dann, ciao. So, jetzt sind wir hier kurz vorm Hahn-Joch. Wollten eigentlich hier eine Pause machen. Aber hier gibt es halt irgendwie nur so Wurst mit Wurst. Und das ist halt für Vegan eher unpraktisch. Nee, er hat mir gesagt, es gibt nur Hauswurst mit Wiener. Also Wurst mit Wurst.
okay. Nee, danke. Ich weiß noch, wo ich die Eurotour hier gefahren bin. Das war das erste Mal, wo ich tatsächlich mal so richtig kurvige Straßen gefahren bin. War voll der Flash. Also so ein bisschen mit Serpentinen und so weiter und so fort. Ein Subaru. Hm. Ja, guck. Da steht's auch. Standgeräusch 95 dB. So, hier ist jetzt Anfang vom harten Joch. Lässt der uns vorbei oder was macht der? Nee, doch nicht. Behinderungen durch Sondertransporte. Mhm. Naja, Montag bis Donnerstag ist der Sonntag. Harten Joch bei Regen, warte ich wisch mal schnell. So. Ich glaube, die Leitplanken sind neuer, die erinnere ich mich nicht. Ach, die haben ja sowieso die andere Seite von der Passhöhe runter, haben sie ja eh neu gemacht. Mit schönen neuen Leitplanken. Vorher war da ja Holz. Teilweise morsches Holz. Ja, da willst du ja nicht unbedingt dagegen fahren. Ne? Das war nicht der Duncan, das war der Gary, der hier beim Runterfahren von der Passhöhe einfach mal in Kies reingefahren ist, weil er ein bisschen Probleme hatte mit seiner Höhenangst. Der ist halt irgendwie extrem rechts gefahren. Renner hat mir das erklärt. Der ist irgendwie extrem rechts gefahren und dann halt in Kies gekommen. Was habe ich neulich gehört in einem Video? Ich glaube, das war MC Rider oder so. Da ging es darum, Motorradfahren, wenn es kalt ist und regnerisch. Also man soll sich nicht verkrampfen, versuchen, die Wärme drin zu behalten, sondern einfach sich locker machen und halt akzeptieren, dass es kalt ist. Weil das ist besser, als wenn du so verkrampft da drauf hockst und dann dich ans Motorrad festkrallst. Bringt nichts. Also ich habe jetzt leider kein Thermometer dabei, sonst hätte ich dir gerne gesagt, wie kalt es ist. Aber oben sind es angeblich 6 Grad. Da oben ist sogar der blaue Himmel. Ein Wahnsinn. Das erste Mal heute. Ja, ich weiß nicht, in Imst kann es schöner sein. Imst ist ja viel niedriger. Da soll es zumindest wärmer sein. Aber mir ist nicht kalt, also ist alles angenehm im Moment. Hier fahren ja auch Busse hoch und runter, wusstest du das? Die sind eigentlich gar nicht viel kürzer als normale Busse, aber die haben ganz krassen Radstand. Also die Räder, die sind wahnsinnig weit innen und der ganze Bus, der schwenkt halt übelst aus dann. Ne? Oh, ist das ja auch so eine Fahrlinie, gedachte, für die Mopeds, ja, ne? Dass keiner die Kurve schneidet. Hallo? Du darfst nicht Hallo sagen, weil du denkst, das sehen, du sprichst mit ihm. Achtung, da wohnt eine Kuh. Mann, ey, das letzte Mal, als wir hier oben waren, haben wir noch ein Eis gegessen. Naja, guck mal, hier wird es doch schon wieder schöner auf der Seite. So, jetzt sind wir in Imst, Essen fertig. Und leider ist der Regen uns gefolgt. Also, laut Navi haben wir jetzt noch 70 Kilometer. Können wir endlich in den wohlverdienten Pool hüpfen, wobei wir werden jetzt noch schnell tanken und dann geht's wieder weiter. Reichenpass, ja genau, da müssen wir hin. Oh, hätten wir hier tanken sollen, da war es 1,07. Hä? 18 Cent billiger war das. Ich frage mich, ob wir jetzt tatsächlich vorhin irgendwie abgekürzt haben, weil die Route müsste eigentlich viel länger sein heute. Aber wir haben nichts ausgelassen heute, wir haben Plansee gemacht, Namlostal und Hahnenjoch. Egal. Ab hier weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, wie die Straße verläuft. So auch die Landschaft und so weiter. Habe ich schon wieder total vergessen. Naja, ich glaube, später kommt nochmal eine schöne Stelle. Schalte ich da nochmal ein. Spätestens jedenfalls, wenn wir am Hotel ankommen, dann werde ich nochmal einschalten. Also dann, bis später. Also ich weiß nicht, ob meine Kamera jetzt komplett abgesoffen ist oder ob der Akku schon wieder leer ist. Hat jedenfalls zwischenzeitlich mal aufgehört. Ja, also wir haben es jetzt geschafft. Wir sind den Pillersattel runter. Wurden nicht vom Blitz getroffen. Jetzt haben wir noch 30 Kilometer bis zum Hotel. Danach erstmal schön warme Dusche, was trinken und einen Trockenraum finden, um unsere Sachen irgendwie mal ein bisschen zu trocknen. Also ich muss hier echt meine Lanze brechen für Louis, für meine Regenkombi. Das ist die Proof Stretch 3 und die hält super dicht. Ist auch total eng anliegend, das heißt, die flattert nicht, total dicht, kann ich wirklich nur empfehlen. Das Einzige ist meine Handschuhe, aber das war mir sowieso schon klar. Die, sieht man ja, wie das Wasser rauskommt. Ja, schade, wir haben richtig viele schöne Straßen auf der Tour jetzt gehabt, aber kannst halt nur schleichen bei dem Wetter. Oh, hier ist, hier ist viel Wasser. Wenn es tief genug ist, dann kannst du dich hinlegen, weil dein Vorderrad dann irgendwie wegschwimmt. Also das muss ich nicht unbedingt haben. Ich habe das gesehen, da sind sie irgendwie Dakar gefahren oder irgendeine Motorradrallye und da hat es die Leute reihenweise hingelegt bei so einer großen Pfütze, die gar nicht tief war. Nimmt immer noch auf, ich bin begeistert.
kommen wir gleich zur Festung Nauders. Da geht es noch ein bisschen hoch über so eine Kuppe und dann bist du schon in Italien. Hier bin ich mal mit der S1000 gefahren. Das war auch ganz nett. Schöne Strecke. Ja, mit der Doppel-R. Ja, die Erde bin ich ja nur in England gefahren. Mal eine Probefahrt. Und dann nochmal in München eine Probefahrt. Für eine Stunde. Mal kurz runter nach Schäftlarn und wieder zurück, glaube ich. Ja, die ist schon geil. Die gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe es mir neulich gedacht, so Leute, die sagen, oh, 125er-Fahrer grüße ich nicht. Das ist ja voll die Diskriminierung. Eigentlich ist es doch total egal, was für ein Motorrad der Fahrer fährt, weil man grüßt ja den Fahrer und nicht das Motorrad. So, noch mal ein bisschen. Sind wir gleich in Italien. Toll. Nee, Kamera ist noch an. Tatsächlich. Die ist noch an. Sonne! Bitte bleibt noch ein bisschen. So eine Woche. Ja, nee, das ist nicht unseres. Wir sind nicht bei diesem Alpenboutique-Hotel. Wir sind woanders. Wir sind in der Tat direkt am See. Heißt ja auch Hotel am Reschensee. Guck mal, hier ist noch so ein Festungchen da. Hat nicht der Reinhold Messner? Der Reinhold Messner, der hat sich doch sowas gekauft. Das würde mich jetzt ja total amüsieren, wenn es tatsächlich das vom Reinhold Messner wäre. Der hat 5 oder 6 verschiedene Museen. Die sind überall verteilt. 50. Ei, Mann, Land. Da ist doch gar keine Baustelle. Was soll denn das? Nur weil da ein Bagger steht. Vorsicht, Loch. Fahren Sie bitte 50. Ich weiß nicht, vielleicht kommt hier ein Gebäude hin. Ein Reinhold-Messner-Museum. Das da vorne ist jetzt das letzte Kaff vor Italien. Danach kommt schon die Grenze. Da vorne ist das Schild. Guck. Hier ist unser Hotel. Nein, Quatsch. So, da ist der Reschensee da vorne. Der Lago di Resia. So, Hotel am Reschensee, Moho-Fähnchen. Jetzt müssen wir ein bisschen die Augen aufhalten. Warte mal, hier steht was von Moho. Hotel am Reschensee. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh. Jetzt wäre es fast in die falsche Richtung gefallen. Schau mal hier. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Puff.